15 Osterfeuer brannten am späten Ostersonntagabend rund um Bocholt. Wie hier beim Hof Slüter, wo die Gemeinde St. Georg bereits seit einigen Jahren der Auferstehung Christi gedenkt, feiern bei den meisten Osterfeuern gleich mehrere hundert Menschen. Also das Osterfeuer ist ein katholisches Volksbrauchtum. Das hat die Konsequenz, dass nicht jeder selber ein Osterfeuer zu Hause, um den Obstabschnitt oder sowas vom Obstbaumabschnitt loszuwerden, machen kann, sondern es muss irgendwo ein großer Veranstalter da sein, zusammen mit einem Brauchtumsverein, was zum Beispiel hier die Kirchengemeinde ist. Und wir entzünden dieses Osterfeuer mit dem Licht der Osterkerze aus der Osternacht und segnen es mit dem Osterwasser, mit dem Taufwasser aus der Osternacht, um deutlich zu machen, ja, dass alles Dunkel im Leben erhellt worden ist durch die Auferstehung Jesu Christi. Ja, wir machen das schon seit, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, ist schon Tradition geworden. Und ja, seitdem wir es hier im der St. Georg-Kirche machen, ja, der Zulauf ist enorm und die Leute warten schon das ganze Jahr drauf. Und viele Leute, die hier sind, haben ja auch ihre Sträucher im Garten Abfälle hier hingebracht und wollen sehen, wie es verbrennt. Und das taten die meisten auch ziemlich lange. Während die ersten Familien mit kleinen Kindern gegen 9 Uhr das Feuer verließen, feierten noch etliche bis tief in die sternklare Nacht am Osterfeuer. Aber kann auch sein, dass wir noch weiter genauso weit.